So, weiter geht's. Ohne Kimiko Lynx, sie spielt jetzt Skyrim. Laber nicht, ich erstelle nur Charakter. Ich guck doch zu, überlassen ey. Sie das weitere Vorgehen der Föderation. Wir sollten uns nun darauf vorbereiten, die Station zu verlassen. So, soll das ein Scherz sein? Hat die Föderation überhaupt eine Vorstellung davon, welche Gefahr von den X ausgeht? Wie schnell sie sich vermehren? Die Föderation interessiert sich durchaus für die X, sowie das SAX. Man denkt, dass diese Lebensform ein nahezu endloses Potenzial für verschiedene Anwendungen hat. Unfassbar. Die X bedrohen die gesamte zivilisierte Galaxie. Ein fataler Irrläufer der Evolution. Ich weiß, welches Potenzial sie wirklich haben. Sie sind imstande, die gesamte interstellare Bevölkerung auszuradieren. Es ist nicht erforderlich, dass Sie diese Angelegenheiten verstehen. Die Föderation ist auf dem Weg hierher. Noch können Sie ohne großes Aufsehen verschwinden. Das ist reiner Wahnsinn! Sie haben nicht die geringste Chance. Diese Station wird die Truppen regelrecht verzehren. Und was bitteschön soll diese Risiken aufwiegen? Ein Exemplar des SAX, eingefangen zu Forschungszwecken. Das darf wohl nicht wahr sein. Man glaubt nicht wirklich an einen Erfolg. Sicherlich wird es nicht einfach sein und niemand rechnet mit ihrer Hilfe. Man weiß, dass sie versuchen würden, das SAX zu vernichten. Deshalb wurde die Bereitstellung von Hilfsdaten gestoppt. Die Plasma-Beam-Daten sind bereits seit geraumer Zeit verfügbar. Man hielt sie bewusst zurück, um sie an einem Angriff auf das SAX zu hindern. Aber dann gelang es ihnen irgendwie selbst, diese Fähigkeit wiederzuerlangen. Auch diese Diffusionsmissile sollten zurückgehalten werden, um sie nicht gefährlich werden zu lassen. Doch die Daten waren bereits unterwegs und ihnen ist es gelungen, sie aufzuspüren. Wirklich beeindruckend, Samus. Diese Mission muss sofort abgebrochen werden. Öffnen Sie einen Kanal zum HQ. Ich kann das nicht zulassen. Nun sind wir bereits auf dem Weg hierher. Diese Narren. Sobald die Föderation gelandet ist, werden die X die Besatzung befallen und ihr Wissen und ihre Stärken absorbieren. Die X liegen auf der Lauer, bereit, die Jagd zu eröffnen. Und dann werden sie sich im ganzen Weltall ausbreiten. Es wäre das Ende der gesamten zivilisierten Galaxie. Die Gier nach der X, nach fremden Lebensformen, Wissen und Macht ist unersättlich. Und all diese Attribute ahmen sie perfekt nach. Nur die Persönlichkeit ihres Wirts können sie nicht reproduzieren. Es ist erschreckend, wie effizient sie ihr instinktives Ziel verfolgen, sich zu vermehren und auszubreiten. Womöglich steht uns die schlimmste Epidemie der Geschichte bevor. Doch die Föderation unterschätzt die Gefahr. Unter gar keinen Umständen dürfen die X diesen Ort verlassen. Ich muss noch vor dem Eintreffen der Föderation dafür sorgen, dass die gesamte Population vernichtet wird. Die Station hat einen Selbstzerstörungsmechanismus. Ich muss ihn aktivieren. Nur so ist es sicher, dass sämtliche X hier und auf dem Planeten dort unten vernichtet werden. Ich werde sie zum Teufel jagen. Sie, die Station und mich mit ihnen, falls es sein muss. Hohoho. Ja, nur dass der Kerl uns nicht aus der Basis rauslässt. Ich finde, das ist so ein arschgeiler Umsprung der Geschichte. Öffnen Sie die Schleusen! Ich habe die Order, sie festzusetzen, bis die Föderation eingetroffen ist. Das dürfen Sie nicht zulassen. Begreifen Sie denn nicht, was passieren wird, Adam? Adam? Wessen Name ist das? Der Name eines Freundes von mir. Und dieser Freund, was hätte er Ihnen jetzt geraten? Ihm wäre bewusst, dass der einzige Ausweg darin besteht, die Selbstzerstörung einzuleiten. Er hätte begriffen, was wirklich auf dem Spiel steht. Dieser Adam, hat er etwas auf Sie gegeben? Ich meine, hätte er Sie aus einer sicheren Kommandozentrale heraus in den Tod geschickt? Er hätte gewusst, dass manche bestimmt sind zu leben und andere zu sterben. Er kannte die Bedeutung dieser Worte. Er selbst hatte einst ein solches Opfer geleistet. Dann hat er Sie ausgewählt, um zu überleben. Unsere Kämpferin für die gerechte Sache, Samus Aran. Ihr Adam gab sein Leben, damit Sie ihres behalten konnten. Und zum Wohle des gesamten Universums... Wie töricht von ihm. Was fällt Ihnen ein? Sie, eine Maschine mit ebenfalls künstlicher Intelligenz, werden so etwas nie begreifen. Ihnen ist doch klar, dass eine Sprengung dieser Station im äußeren Orbit nicht zweifelsfrei sämtliche X-Parasiten auslöschen wird. Nicht einmal, falls die Station komplett vernichtet würde. Dazu müsste man noch die letzte verbleibende Bedrohung der zivilisierten Galaxis beseitigen. Nämlich Sie. Sie müssten sich mit dieser simplen Tatsache fügen und den Tod wählen. Adam traf sozusagen eine Fehlentscheidung, als er Ihnen das Leben ließ. Wenn du die Umlaufbahn der Station abändern würdest, geriete der Planet eventuell in den Detonationsradius der Selbstzerstörung. Fragezeichen. Du müsstest, vor allem du, ne? Du müsstest die Eintrittssequenz unverzüglich ändern, noch bevor die Föderation hier eintrifft. Samus, das ist deine letzte Mission. Begib dich zur Brücke und bring von dort aus die Station auf Kollisionskurs mit SR388. Kehre danach zu deinem Schiff zurück und verschwinde. Aber beeil dich und pass auf dich auf. Das ist ein Befehl. Irgendwelche Einwände, Lady? Die Augen, also...
ist so geil. Es ist so hammergeil. So, jetzt machen wir mal Shift 8. Jetzt geht nämlich der Käse los. Wenn jedes Spiel so geil wäre wie das. Boah. So, wir haben genug Energie, wir haben Raketen ohne Ende, wir haben Superbomben, 36 Stück, also 40 Superbomben und 100 und 200 Raketen gibt's auf jeden Fall. Also zum Mitschreiben, wir hätten jetzt noch die Gelegenheit, jeden Bereich einzeln abzusuchen, aber wir haben keinen Bock. So, Shift 8, ich mach gleich nochmal ein paar Save States, aber sollte eigentlich auch, der Kampf sollte ohne klappen. Ja, aber ich glaube, wenn wir jetzt hier hochfahren, kommen wir nicht wieder runter. Das war nämlich das Ding. Ah doch, okay. Auch hier gibt's noch kein Ende. Oh, ups. Ich hab die Wand wieder getrampelt. Gibt's hier noch was, was ich jetzt kurzfristig mitnehmen könnte? Nö. Gut, hier lässt du mich einfach durch. Also der vorletzte Boss wird mich jetzt ein paar Mal killen, davon bin ich überzeugt, aber... Was? Die Tür ist zu. Wieso ist die Tür denn zu, hä? Ach, da muss ich gar nicht hin, das ist der Grund. Verguckt. Hey, Entschuldigung, ich darf mich auch mal in der Tür irren. Nein, darfst du nicht, Mann. Du bist Samus Aran. Yeah, ich hab Boobies. Du bist aber Power Snake. Du bist aber Power Samus. Meine ich ja. Also, und hier müssen wir jetzt nochmal durch. Ja, wahrscheinlich sagt er hier noch ein paar Worte zu uns. Nö, die lässt uns auch durch. Ich will nochmal gerade was checken. Check du mal. Wenn ich da runter gehe, dann muss ich nach links runter, noch mehr links. Also einfach runterfahren, immer links halten, bis ich zum langen Gang komme und dann nach rechts, okay. Ich hab nur mal aus völlig unbegründeten Gründen den Rückweg gecheckt. Mhm. Völlig unbegründet. Ein Satzdeck. Ich denke mal, ich mache die Folge jetzt einfach so lange, bis es vorbei ist. Shift 8. Road State 8. Oh Mann. Ja, noch passiert hier nichts. So. Jetzt aber. Nee, noch nicht. Wir können unten noch... Oh, auch zu. Nee, erst wenn wir ganz oben sind. So, wir machen jetzt nochmal ein Safe State. So, jetzt habe ich das Spiel beendet quasi. Jetzt kann ich nicht mehr zurück. Jetzt. Wenn du sie getroffen hast beim Schießen, empfiehlt es sich meistens zu springen. Das Problem ist, jetzt sehe ich kaum was. Nur die Show, es geht zu schnell. Komm her, ich mach dich mit dem Screwjob platt! Ich sag jetzt gerade nichts, weil, ne, Konzentration. Ah, sie hat mich vergleicht. Na gut, dass das beim ersten Mal meistens nicht hinhaut, ist aber normal. Also sie screwjobt mich einfach durch die Gegend, das ist das Problem. Das ist scheiße. Ah, sie hat mich. Also sie ist wirklich ein bisschen overpowered, das stimmt schon. Das geht, ihr Bewegungsschema ist sehr, sehr simpel. Wenn sie nicht ständig auf Rammkurs gehen würde, ihr Schuss selbst ist total leicht auszuweichen. Wow, schieß doch!
verschwunden langsam. Nein, hör auf mich zu rammen! Oh mein! Oh mein! Hilfe! Schon vergessen? Boah, ja! Oh mein Gott, ernsthaft? Ah, da kommt sie durch! Ja? Ja. Ja, es wäre ein bisschen unfair, wenn nicht, ne? Ja, das habe ich vergessen. Au! Oh, bitte nicht. Oh nein. Nein, das ist ein Ding mit Auge, ich kann nicht weg! Vorsicht! Oh, ich kam nicht mehr weg. Ach ja, das mit dem Schießen ist so scheiße. Ich wollte sagen, nein, bin ich jetzt mit Auge? Doch. Also noch bist du mit Mirko gleich auf. Ja, mein Gott, selbst wenn, ich spiel's ja nicht, um mich mit Mirko zu... Nee, wie gesagt, also das dauert auch. Das ist doch nur Spaß. Boah, ey. Wie viel zieht sie mir denn mit dem Schuss ab? Gott, hast du mich erschreckt, mein Gott. Hör auf mich anzurammen, Mann. Schieß mich gefälligst, Mann. Sie trifft mich aber jetzt auch mit dieser komischen Screwjump. Au, au. Oh, schießt doch nicht nach unten, Mann. Mädchen. Mach dich platt. Oh, mach dich. Jetzt habe ich nicht mal die erste Samus geschafft. Ich habe leider diesen großen Koloss völlig vergessen. Ey, jetzt kommt sie oben lang! Ey, jetzt kommt sie oben lang! Ich krieg die Krise! Sie kommt eigentlich fast immer oben mit lang. Schieß doch nicht mal nach unten, Samus. Wieso schießt du nach unten? Schieß! Wie lange macht sie denn den Screwjump, ey? Ich habe eigentlich den Schuss als größte Bedrohung in Erinnerung. Nee, der Screwjump ist schon recht heftig. Ah, sie bricht aber gleich zusammen. Oh, oh, hör auf! Dämlicher Fuck, fick mich doch, ey. Sie meine Bewegung nachahmt, ist so nervig. Vor allem, ich gehe oben unten lang, sie trifft mich dreimal. Ich gehe einmal unten lang. Tut sie eigentlich gar nicht. Sie macht fast immer dieselbe Bewegung, wenn du sie triffst. Eigentlich ist ihr Muster, also ohne dass sie Monster wird, recht einfach zu durchschauen. Oh Mann, das nervt so tierisch. Das, sie trifft mich viel mehr mit dem Screwjump als ich sie. Ja, man macht sie auch nicht mit dem Screwjump. Nein, aber sie läuft mir ständig rein. Das ist das Ding. Hör auf! Boah. Komm schon, Samen, schieß nicht immer schräg. Das wäre echt verdammt Knorke. Ja, sie ist halt im Prinzip der letzte richtige Boss des Spiels, weil der letzte kann euch eigentlich nicht besiegen. Ja. Macht dreimal denselben Oh, sie macht, kriegt doch Schaden dadurch. Also ganz ehrlich, ich find's ein bisschen doof, dass du mal alles spoilern musst. Wow, was war das denn für ein Mini-Sprung, ey? Na. Na komm. Zeig Auge. Ich wollte sagen, wenn es das Auge öffnet, sofort schießen oder springen. Vor allem, weil es auch megamäßig viel Schaden macht. Ja. Oh. Ich bin mit Screwjump unverwundbar, aber I don't get a clear shot, wie man das schon sagt. Bei Samus aber nicht, ne? Also bei SAX. Nee, wir treffen uns gegenseitig in dem Moment. Oh, wie doof. Das ist ja praktisch, das wusste ich auch noch nicht. Ja, vor allem sie spuckt jetzt die ganze Zeit Heilsachen aus.
Du kannst sie auch mit den Raketen treffen, ne? Ja, ich treffe sie auch die ganze Zeit mit den Raketen. Ich wollte sagen, nee, ich meine die aufgeladenen Raketen. Wow. Okay, ich heile mich mehr, als sie mich abzieht. Wenn diese Viecher mal herkommen, was brennt ihr von mir? Naja, warum rennen sie wohl von dir weg? Ach, nur weil ich das stärkste X auf dem ganzen Schiff besiegt habe. Komm her. GZ? Hä? Du bist weggeflogen. Du willst mich verkaspern, das hast du auch vergessen. Ja, hallo, das ist voll lange her, dass ich das gespielt habe. Na nu, aber... Aber ich erlaube mir... ein Safe State. Naja, lange hier... Die Brücke. Beep, Umlaufbahn gerne dreimal bis zum Aufprall. Ich hab nur gescherzt. Es sind 10 Sekunden. Ja, klar, Mann. So, jetzt müssen wir glaube ich... Fuck you, fuck you, fuck you. Oh, du, 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 du. Hallo, wie sollen das in der kurzen Zeit schaffen? Die neue Zeit dazu oder so? Immer links halten. Komm ich an einem Auflader vorbei? Nein. Die Zeit müssen wir uns einfach nehmen gleich. Wahrscheinlich brauche ich das alles zwar gar nicht, aber scheiß drauf. So, Mana-Energie wiederhergestellt. Ich bin auch Mana, ey. Ach, komm ich nicht durch. Ne, ich muss weiter nach links. Man kann es auch nicht mehr speichern, weil man das Spiel nicht mehr verkacken soll. So ein auf den, wenn man jetzt das nicht schafft, dass man dann nicht auch noch das abgespeichert hat. Nein, ich mach kein Self-State. Ja, genau, jetzt bin ich auf einen runter. Ich sterbe hier. SX! Das finde ich so geil. Jum. Ja, und das da ist ein Omega-Metroid. Scheiße, Mann. Schon wieder besiegt. Mein Gott, bist du schlecht. Du bist so gemein. Hey, komm mal her. Oh, Mann. Sag mir mal jemand, dass ich da hinspringen muss. Du bist so ein Hornochse. Da, ihr seid wieder ein. Also ich möchte echt erleben, dass man das Vieh nicht schafft. Auch wenn es ein bisschen bescheuert aussieht. Au! Oh mein Gott, ich bin gelähmt! Komm! Und tschüss. Ah, das war jetzt ein echter, okay. Was? Das war ein echter Metroid. Ja, hallo, sag ich doch. Ich hab gedacht, das wäre auch so ein X-Ding. Hey, wir sind wieder orange! Abschied. Alter, das X hat dir gerade geholfen. Warum in aller Welt sollte es jetzt auf einmal... Also, ey. Naja, wirklich geholfen. Es hat versucht, das Omega zu besiegen und flog dann da rum. Nein, das hat dich... es hat dir geholfen. Denn jetzt hast du kapiert, aha, ich bin so gefährlich fürs Universum. Sonst wäre es ja wieder weggeflogen, nachdem es... So, jetzt ist SRX, also SR388 für immer zerstört. Eine strategische Meisterleistung. Der Geist von Adam Malkovich steht selbst nach seinem Tod noch zu Diensten. Bis heute wusste ich nichts davon, dass die Persönlichkeiten von Befehlshabern und Forschern in Netzwerke eingespeist wurden. Unser jüngstes Aufeinandertreffen hat das
zivilisierte Universum vor dem Niedergang bewahrt. Doch wie werden die Bewohner dieser Galaxie unseren Entschluss bewerten? Ich bezweifle, dass sie verstehen werden, was wir taten. Welche Bedrohung wir in letzter Sekunde abwenden konnten. Stattdessen wird es endlose Gerichtsverhandlungen und Untersuchungen geben. Und man wird uns dafür verantwortlich machen. Adam wusste das. Während ich versuchte, meine Wut zu bändigen, sprach er zu mir. Mach dir keine Sorgen. Jemand wird es verstehen. Es wird einen Menschen geben, der das alles versteht. Ich habe über seine Worte nachgedacht und ich begreife, welche Weisheit in ihnen steckt. Wir alle sind Gefangene der Erfahrungen, die wir bislang sammelten. Okay, was? Mach das mal. Sie definieren die Grenzen unseres Bewusstseins. Doch es liegt in der menschlichen Natur, letztendlich die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen. Adam hat mich das gelehrt. Doch eine Kleinigkeit lässt mir nach wie vor keine Ruhe. Dieses Schiff lässt sich nur manuell starten. Doch noch bevor ich dem Omega-Metroid begegnete, ist es aus dem Hangar geflogen. Jemand muss es gesteuert haben. Kann es sein, dass Adam? Lady, was grübelst du? Fragst du dich, wie ich das Schiff starten konnte? Du hast keinen blassen Schimmer, was? Unsere neuen Besatzungsmitglieder gingen mir zur Hand. Das ist so süß. Oh, das geht. Frauen. Oh, das geht. Credits! Oh. Ich glaube, ich habe Samus, aber ich glaube, SX habe ich, glaube ich, beim vierten Versuch besiegt, glaube ich. Oder war es der fünfte schon? Ach, ist ein guter Schnitt eigentlich. Ja, ich denke, ich kann ganz zufrieden sein. Ja, aber diesen Satz, ich weiß nicht, den nehme ich mir immer wieder. Einen Menschen wird es geben, der es versteht. Ich weiß nicht. So, meine Freunde. Das hilft einem einfach irgendwie. So, meine Freunde. Metroid Fusion ist durchgezockt. Jetzt zum dritten Mal in meinem Leben. Das Spiel macht großen, großen Spaß, muss ich sagen. Und jedes Mal, wenn man es halt ein bisschen besser kann und ein bisschen besser kennt, macht es halt noch mehr Spaß. Es war mit Sicherheit nicht das letzte Mal, dass ich das für mich gespielt habe. Die Bosse sind gut, für Anfänger sehr schwer teilweise, aber sie sind durchschaubar. Wobei die Spinne echt übertrieben schwer ist für einen Anfänger. Wirklich, die ist echt übertrieben schwer. Alles andere lernbar. Also von mir kriegt dieses Spiel definitiv eine... Na. Eine... Na? Ich denke, was kriegt von mir eine 1 minus. Boah, minus? Arsch. Also für eine 1 ist es... Also ich würde eigentlich eher zu 2 plus tendieren, weil es ist... Boah! Es ist nicht... Also bleiben wir bei einer 2 plus. Es ist nicht anfängerfreundlich, muss ich sagen, aber das sind Samus-Spiele. Oh mein Gott, das Spiel ist hammergeil. Das Spiel ist brutal geil. Also man kann es so sagen. Wenn man Fehler sucht, findet man Fehler. Aber es stört echt keine Sau. Mir hat es sehr gut gefallen und ich werde es auch wieder spielen. Ich kann es nur empfehlen. Dein Kommentar? 100%. Ich habe selten ein Spiel gesehen, was so geil ist. Scheiß doch drauf, ob die Gegner schwer sind, ey. Also wir haben eine 1 oder 2 plus. Das ist zusammen eine 1 minus. Also was will man mehr? 1 minus, auf jeden Fall. Programm reserved by Nintendo. Deswegen gibt es Nintendo heute noch. Trotz Sony, trotz Microsoft. Einfach weil es solche Spiele hat. So, wollen wir mal gucken. Wie gut waren wir? Eigentlich waren wir ja nicht so langsam, obwohl wir am Ende viel Zeit verschwendet haben. Schon offiziell sind wir jetzt nicht einmal gestorben, weil ich immer wieder reingeladen habe. Benötigte Zeit? 4 Stunden, 54 Minuten. Holla, die Waldfee. Gefundene Items? 63%. Ich sag ja, ich habe viele Items vergessen. 4 Stunden, 54 Minuten hat das Let's Play jetzt in der Theorie gedauert. Nee. Also, hat natürlich ein bisschen mehr gedauert durch die Mehrversuche, aber hey, 4 Stunden 54 gezockt. Das ist ein nettes Spiel für den Abend. Ja, auf jeden. Schade, ich hätte mir jetzt noch gewünscht, dass man sie jetzt noch ohne Helm sieht oder so, aber habe ich mir offensichtlich nicht verdient. Wie dem auch sei, ich danke fürs Zusehen und danke dir fürs Mitkommentieren. Oh, Mama. Und ich freue mich auf Metroid Zero Mission. Ja,
Bye bye.